In diesem Video werden wir lernen, wie wir aus dem Zeitweggesetz das zugehörige Zeitgeschwindigkeitsgesetz für eine Bewegung herleiten können. Das Ganze wollen wir an einem konkreten Beispiel machen. Und zwar haben wir jetzt eine Kugel, die diese schiefe Ebene hier hochrollt. Da während der Bewegung werden wir hier ein TS-Diagramm zeichnen. Wir können uns aber auch schon jetzt vorstellen, die Kugel wird mit einer relativ hohen Geschwindigkeit sich hier hocharbeiten. Die Geschwindigkeit wird dabei abnehmen. Irgendwo haben wir den höchsten Punkt erreicht und rollen wir wieder zurück. Ich starte einmal die Animation. So. Nach etwa 3 Sekunden haben wir jetzt die größte Entfernung von 4,5 Metern erreicht. Und nach 6 Sekunden sind wir in dem Ausgangspunkt von 0 Metern angekommen. Als erstes werden wir uns die durchschnittliche Geschwindigkeit zwischen der ersten und der vierten Sekunde anschauen und uns dann schrittweise zu der Geschwindigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt durcharbeiten. So, ich zeige nochmal das TS-Diagramm. Das ist in unserem Fall hier parabelförmig und ich gebe jetzt einfach die Vorschrift von dieser Parabel vor. Diese lautet minus 0,5 t² plus 3 mal t. Genau, jetzt wollen wir die Geschwindigkeit zwischen der ersten und der vierten Sekunde haben. Das bedeutet, wir müssen die Positionen zum Zeitpunkt 1 und 4 auch bestimmen. Das kann man einmal rechnerisch und auch einmal grafisch. Wir markieren die Stelle, die ich hier T1 nenne, diese eine Sekunde, und dann kann man auf der S-Achse die Position zu diesem Zeitpunkt ablesen, hier 2,5, hier Punkt statt Komma. Es hat technische Gründe. Ich habe hier vieles mir von der Software, die dahinter steckt, mir berechnen lassen. Deshalb ist es stellenweise nicht ganz konsequent und Punkte und Kommata werden hier durcheinander gebracht. Gemeint ist aber hier eigentlich ein Komma. So, dann der zweite Zeitpunkt, T2, 4 Sekunden und die zurückgelegte Strecke, beziehungsweise noch besser gesagt, die Position zum Zeitpunkt T2 können wir wieder auf der S-Achse ablesen. Das sind dann 4 Meter. Okay, wenn wir jetzt die Geschwindigkeit berechnen wollen, brauchen wir eine Zeit, in der diese Bewegung stattgefunden hat und die Änderung der Position in dieser Zeit. Die Änderung der Zeit können wir ausrechnen, indem wir von den 4 Sekunden hier eine Sekunde abziehen. Das wäre dann mit den Symbolen T2 minus T1. Und wenn wir die Änderung der Position haben wollen, ziehen wir von S von T2 S von T1 ab. Und das entspricht hier dieser Strecke. In der Physik wird sehr oft die sogenannte Delta-Schreibweise verwendet. Delta steht hier für Unterschied und Delta ist ein griechischer Buchstabe, steht für groß D und steht aus sprachlicher Sicht für Differenz. So, das sieht schon sehr stark nach einem Steigungsdreieck aus. Und diese grafische Vorstellung hier können wir jetzt auch in einer Rechnung sehen. Und zwar, wenn wir jetzt die durchschnittliche Geschwindigkeit, also in diesem Zeitintervall von von der ersten bis zu der vierten Sekunde ausrechnen wollen, schreibe ich das hier so. V für Geschwindigkeit, ein Strich drüber für Durchschnitt. Und dann in den Index 1, Semikolon 4, also die Startzeit und die Endzeit. Und tatsächlich können wir das so ausrechnen wie bei einem Steigungsdreieck, die sozusagen x-Werte in dem Nenner und die y-Werte in dem Zeller. Wenn man jetzt alles fleißig einsetzt, kommen wir auf eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 0,5 Metern pro Sekunde. Das, was wir für die durchschnittliche Geschwindigkeit zwischen der ersten und vierten Sekunde gemacht haben, können wir genauso für die Geschwindigkeit zwischen der ersten und zweiten Sekunde machen. Auch hier haben wir erstmal den Graphen von der TS
Gesetz, von dem Zeitweggesetz, und die Vorschrift ist natürlich die gleiche. Was sich jetzt so ein bisschen ändert, sind natürlich die Zeitpunkte. Wir haben einmal T1 gleich eine Sekunde und die Position zu diesem Zeitpunkt. T2 hier an dieser Stelle gleich 2. Hier wieder so ein kleiner Grafik-Artefakt. Da sieht jetzt so aus, als ob T1 und T2 gleich wären. Es liegt einfach nur daran, dass die T2 über der 1 liegt. Also das ist jetzt so zu lesen, T2 ist gleich 2, und dieses Gleichheitszeichen gehört gar nicht hier dazu. So, nach 2 Sekunden sind wir 4 Meter entfernt und wollen nun wissen, was ist unsere Durchschnittsgeschwindigkeit in diesem Zeitintervall zwischen der ersten und zweiten Sekunde. Auch hier berechnen wir erstmal, wie lange dauert das Ganze. Wir haben die Änderung der Zeit und ziehen von T2 die T1 ab. Das ist jetzt hier diese Strecke. Und die Änderung der Position S von T2 minus S von T1. Grafisch gesehen das hier. Wieder ein Steigungsdreieck. Und wieder kann man jetzt die Steigung hier ausrechnen, indem wir die Änderung der Position, kurz Delta S, durch die Änderung der Zeit, kurz Delta T, teilen und erhalten die Durchschnittsgeschwindigkeit in dem Intervall zwischen der ersten und zweiten Sekunde. Und auch hier kann man die Rechnung relativ einfach nachvollziehen. Das Einzige, was wir verändert haben, ist hier der Index. Wir gehen von der ersten bis zu der zweiten Sekunde. Und natürlich haben sich auch die Zahlen verändert. Wir haben in einer Sekunde 1,5 Meter zurückgelegt. Das entspricht einer Geschwindigkeit von 1,5 Metern pro Sekunde. So, nun wollen wir eigentlich die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t gleich eine Sekunde bestimmen. Und es ist intuitiv klar, dass wenn wir diesen Zeitabschnitt hier immer kürzer machen, werden wir dieser tatsächliche Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t gleich eine Sekunde immer näher kommen. Daher der nächste Schritt, wir machen T2 noch kleiner und setzen dies auf 1,1 Sekunden. Und wieder die gleiche Geschichte, wir zeichnen das TS-Diagramm, dann kommt die Vorschrift, die hat sich immer noch nicht geändert, dann die Zeitpunkte. T1 gleich 1, das bleibt jetzt für eine gewisse Zeit so fest. So, die Position zu diesem Zeitpunkt kennen wir schon, 2,5 Meter. Und da kommt der zweite Zeitpunkt, so T2 gleich 1,1 Sekunden. Und zu diesem Zeitpunkt befinden wir uns an der Stelle von ungefähr 2,7 Metern. So, auch dafür können wir hier die Zeitunterschiede bzw. Positionsunterschiede berechnen und die auch grafisch darstellen. Delta T kann man einfach mit T2 minus T1 ausrechnen. Das wäre jetzt hier diese ganz, ganz kurze Strecke. So, das gleiche für die Änderung der Position. Delta S kann man hier ausrechnen bzw. in der Grafik hier diese ganz kurze Strecke. Und auch hier kann man so ein ganz, ganz kleines Steigungsdreieck anzeichnen und die Steigung von diesen, also die Steigung hier von diesem Steigungsdreieck lässt sich hier auf den Folien davor berechnen, indem wir die Änderung der Position durch die Änderung der Zeit teilen. Wenn wir alle Zahlen einsetzen, kommen wir auf 1,95 ungefähr Meter pro Sekunde. So, diese Zahl liegt relativ nah an 2 Metern pro Sekunde, und diese 2 Meter pro Sekunde, die das ist auch die tatsächliche Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t gleich eine Sekunde. Wie man dazu kommen kann, gucken wir uns gleich in GeoGebra an. Man kann sich eigentlich, also die Vorstellung ist die folgende, was wir an der, also für die momentane Geschwindigkeit, so ist auch der Fachbegriff dafür, brauchen ist nicht die Steigung eines Steigungsdreiecks, sondern wir brauchen die Steigung in diesem Punkt hier. Und dazu werden wir gleich eine Tangente an diesem Graphen hier zeichnen. Das heißt, eine Gerade, die den Graphen hier an dieser Stelle nur berührt. Und die Steigung von dieser Tangente wird auch unserer momentanen Geschwindigkeit entsprechen.
Okay, dann hätten wir hier GoGebra. Ich habe schon die Funktion S mit der Vorschrift S von T angegeben. Jetzt wollen wir die Tangente an der Stelle 1 zeichnen. Dazu platziere ich einfach einen Punkt auf dem Graphen von S und verschiebe diesen jetzt einfach, bis wir bei 1 angekommen sind und die Koordinaten entsprechen auch dem, was wir berechnet haben. Nach einer Sekunde sind wir bei der Position 2,5. Und jetzt gibt es hier ein Feld namens Tangente. Dazu klicke ich den Graphen an und den Punkt A. Und wir haben hier eine Gerade, die den Graphen an der Stelle A berührt. Wenn man jetzt hier so ein bisschen reinzoomt, ist irgendwann diese Gerade von dem Graphen von F in einer Umgebung, nennt man das, von dem Punkt A nicht mehr zu unterscheiden. Das macht auch eine Tangente aus. So, GoGebra hat die Tangente F genannt und wir können auch die Steigung von der Tangenten hier ablesen in der Funktionsvorschrift. Das ist jetzt hier die 2, von der ich auch gesagt habe, dass das hier die momentane Geschwindigkeit zum Zeitpunkt eine Sekunde ist. So, den Punkt A kann man jetzt verschieben und dann verschiebt sich auch bei GeoGebra die Tangente mit. Wenn wir jetzt bei 3 ankommen, so, ich versuche mal diesen Punkt zu erwischen. So, dann haben wir den Punkt mit der größten Entfernung erreicht und das ist auch der Umkehrpunkt. Nach 3 Sekunden rollt der Ball wieder zurück. Das bedeutet, nach 3 Sekunden haben wir einen Punkt erreicht, wo unsere momentane Geschwindigkeit 0 ergibt. Und wenn man sich jetzt die Vorschrift der Tangenten anschaut, gibt es hier gar keine Steigung. Also es gibt ja nichts, was mit x multipliziert wird. Das bedeutet, die Geschwindigkeit beträgt auch 0. So, in der Mathematik werden wir auch lernen, wie man zum jeden Punkt dieser Parabel die Steigung ausrechnen kann. Relativ spannende Sache. Ich lasse mir das aber hier von GeoGebra hier anzeigen. Und zwar eine Funktion, die mir zum jedem Zeitpunkt die passende Steigung angibt, ist die sogenannte Ableitung von dieser Funktion. Und dazu tippe ich einfach einen Befehl Ableitung. Und dann kommt einfach die Funktion, die ich haben möchte. Die muss ich hier bei GeoGebra als s von t angeben. Und wir haben jetzt hier so ein s' von t. Und diese Kurve sollte vielleicht eine andere Farbe bekommen, zum Beispiel rot. Die rote Kurve gibt zum jeden Zeitpunkt die momentane Geschwindigkeit an. Ja, zum Beispiel hier zum Zeitpunkt 1 können wir an dem roten Graphen ablesen, sind wir bei 2. Also nach einer Sekunde haben wir eine momentane Geschwindigkeit von 2 Metern pro Sekunde. Nach 3 Sekunden schneidet die rote Linie die Zeitachse. Das bedeutet, nach 3 Sekunden haben wir eine Geschwindigkeit von 0 erreicht. Wenn wir dann uns weiter bewegen, befindet sich die rote Linie in einem negativen Bereich. Das bedeutet, die Geschwindigkeit hat sich umgekehrt und ist negativ geworden. Kennen wir auch aus dem Bild, weil unsere Kugel dann zurückrollt. Und nach 6 Sekunden haben wir eine Geschwindigkeit von minus 3 Metern pro Sekunde erreicht. Man kann es auch hier mit dieser Tangente hier ein bisschen ablesen. So, wenn ich jetzt hier bei 6 Sekunden angekommen bin, kann ich auch die Steigung von minus 3 ablesen. Also betrachten wir das Ganze hier als ausreichend begründet. Bevor wir die Verallgemeinerung von dem Ganzen notieren, möchte ich hier einmal eine Anmerkung machen. Und zwar gibt es seltsame Durchschnittsgeschwindigkeiten, wie zum Beispiel die Durchschnittsgeschwindigkeit in diesem Fall zwischen der ersten und fünften Sekunde. Die Schritte kennen wir schon. So, ich zeichne alles an.
T1 gleich 1 Sekunde, T2 gleich 5 Sekunden und wir haben jeweils die Position von 2,5 erreicht. Das führt dazu, dass wir eine Änderung der Zeit von 4 Sekunden haben, eine Änderung der Position aber von 0 und wir haben hier ein Steigungsdreieck, das eigentlich kein Dreieck mehr ist. Und die Durchschnittsgeschwindigkeit, wenn man jetzt alles einsetzt, ist dann 0 durch 4 Sekunden. Und das ist dann eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 0 Metern, weil wir hier so ein symmetrisches Bild erreicht haben. Wir sind genauso lange mit einer positiven Geschwindigkeit uns bewegt und dann spiegelt sich die Situation wieder und es führt dazu, dass sich die Geschwindigkeiten auf diesem Zeitintervall sozusagen gegenseitig aufheben und im Schnitt haben wir uns eigentlich nicht bewegt. Wir landen ja auch nach 4 Sekunden an der gleichen Stelle. Okay, nun kommen wir zu der versprochenen Verallgemeinerung und gucken uns die momentane und durchschnittliche Geschwindigkeit an. Wir starten jetzt mit der durchschnittlichen Geschwindigkeit. Genau, also für die durchschnittliche Geschwindigkeit V quer T1, T2, so ist die Schreibweise eines Körpers zwischen den Zeitpunkten T1 und T2 und dazu auch dazu gibt es eine Kurzschreibweise und zwar T und hier sowas ähnliches wie ein Eurozeichen, eckige Klammer auf T1, Semikolon T2, Klammer zu, gelesen wird das T im Intervall von T1 und T2. Die eckige Klammer verdeutlichen einfach, dass T1 und T2 selbst zu diesem Intervall gehören. Und da können wir mehr oder weniger mit einem Steigungsdreieck die durchschnittliche Geschwindigkeit berechnen. Das ist die Änderung der Position, also S von T2 minus S von T1, geteilt durch die Änderung der Zeit, also wie viel Zeit ist in diesem Intervall vergangen, Delta T. Und so bekommen wir unsere Durchschnittsgeschwindigkeit. Damit eine Definition auch vollständig ist, muss man auch sagen, was dieses S hier ist. Deshalb gehört es auch an dieser Stelle dazu. Dabei gibt es von T die Position des Körpers zu Zeit T an. Ich weiß, das wissen wir schon, wofür S steht. Zu einer Definition nehme ich das aber gerne mit, damit diese hier wirklich nur für sich stehen kann. So, dann haben wir noch die momentane Geschwindigkeit. Für die momentane Geschwindigkeit V von T eines Körpers zum Zeitpunkt T gilt V von T ist gleich S Punkt von T. GeoGebra hat da so einen Strich gemacht. In der Physik machen wir traditionell hier einen Punkt drüber. Das ist sogenannte Newtonsche Notation. Zum Ehren eines des bekanntesten Physikers überhaupt, Isaac Newton. Wie man jetzt diese Ableitung bestimmt, die sogenannte zeitliche Ableitung, weil die Variable hier t ist, da müssen wir uns erstmal hier nicht sonderlich drum kümmern. Wir werden dann das Ganze mit GeoGebra machen. Wenn wir in GeoGebra CAS uns befinden, schreiben wir einfach Ableitung und S von T und GeoGebra berechnet schon diesen Zusammenhang. Was wir uns aber merken sollten, S Punkt gibt die Steigung des TS-Diagramms an der Stelle T an.